Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Europapark bei sonnigem Wetter. Und heute wollen wir mal gucken, was für spezielle Sommergetränke es gibt. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt, was es gibt, und ich habe auf jeden Fall sehr viel Durst mitgebracht. Hast du gehört, dass es auch eine spezielle Sommershow gibt? Wahnsinn. Wir sind immer noch in Deutschland. Das erste, was uns ins Auge fällt, ist ein Eiskaffee. Den gibt es auch bis jetzt nur im Sommer, und den werden wir auf jeden Fall probieren. Wir haben uns jetzt einen Eiskaffee geholt, und es sieht wirklich schon sehr, sehr lecker aus hier. Ach, komm, auf dem Bild sieht es ein bisschen besser aus. Ja, gut, das ist im Glas, das ist im Becher. Sehr lecker. Der Eiskaffee ist weg, super lecker war er. Unten war eine Schicht Vanilleeis, dann kam der Kaffee und oben Sahne drauf. 3,50 Euro hat der ganze Spaß gekostet. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, und ich finde, Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall. Vivi, was hast du da wieder entdeckt? Ja, ein weiteres Sommer, also ein weiteres Getränk, was man nur im Sommer kriegt, ist Granini Frozen Fruit Cup. Und den werden wir uns jetzt gönnen. Mal gespannt, wie der so schmeckt. Ich bin auf jeden Fall jetzt perfekt ausgestattet. Wir haben hier zwei Getränke, einmal Yellow und Red Fruit. Zwei Getränke habe ich hier. Frozen kosten jeweils 2,90 Euro. 0,2. Ja, lass uns, wir probieren mal. Kalt und sehr erfrischend, aber lecker. Wir haben dieses leckere Getränk hier im Außenverkauf vom Kaffeehaus gekauft. Es ist wirklich sehr fruchtig und erfrischend. Man kann das aber auch noch woanders im Park holen. Also es ist jetzt nicht nur hier. Halt einfach die Augen offen, und wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Wir stehen hier gerade in der Silverstar Halle. Um genau zu sein, stehen wir hier an der Motorsport Bar. Hier gibt es ein neues Getränk. Ja, und zwar Eisfrappé Vanilla und Eisfrappé Kaffee und ein Mango-Smoothie. Und zwar im stolzen Preis von die Frappés für 3,90 Euro und das Mango-Smoothie für 4,50 Euro. Also ich würde sagen, dann probieren wir doch mal aus, oder? Machen wir. Also verdursten werden wir hier auf keinen Fall. Wir haben uns jetzt für den Kaffee-Frappuccino entschieden. Vanille-Frappuccino gibt es leider gar nicht. Deswegen hast du jetzt den Mango-Frappuccino genommen. Nee, Mango-Smoothie. Mango-Smoothie. Probiere ich den erst. Es ist sehr fruchtig. Der schmeckt auch, sehr gut. Wir haben jetzt beide Getränke getestet, und ich muss sagen, sie schmecken echt gut, oder? Beide sehr, sehr lecker, muss ich. Also sehr fruchtig, und das ist echt, also das ist jetzt bis jetzt ein bisschen mein Favorit von den Getränken, die wir jetzt so haben. Also Kaffee ist mein Fall. Ich finde das ein bisschen süß, aber es ist eher so fruchtig süß, also jetzt nicht süß süß. Genau, fruchtig süß, schmackhaft. Ja, ich stehe jetzt hier an der Cocktailbar direkt neben der Blue Fire. Und da holen wir uns mal ein leckeres Getränk. Es gibt alkoholfreie Cocktails und Cocktails mit Alkohol. Und wir schauen mal, was wir da finden. Alkoholfreien Getränke geholt, einmal Orange Swizzle und Fruit Punch, und die sehen wirklich sehr cool aus. Hier ist Pfand drauf, man kann sich die Becher natürlich behalten, falls ihr die sammelt. Ja, sehr, sehr lecker. Die Cocktails sind schon ziemlich gut, aber die kommen halt auch aus einer Cocktailmaschine, sodass sie halt immer gleich schmecken. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und ja, wir stehen jetzt hier gerade in Portugal, und nur im Sommer gibt es die Acapulco-Springer. Show, und die schauen wir uns das gleich mal an. Wir sind jetzt gerade hier auf die Santa Maria gegangen, die leider nicht auffahrt. Voll schade, aber man kommt hier trotzdem hoch, und von hier kann man halt super gut die Acapulco-Springer sich anschauen. Es gibt zwar unten auch eine Tribüne, eine kleine, aber von hier oben hat man auf jeden Fall eine gute Aussicht, oder? Ja, auf jeden Fall. Front Row.
Ja, das war die Acapulco-Springer, auf jeden Fall lebensgefährlich. Richtig cool, was die gemacht haben mit dem Feuer, und die springen bis aus 25 Meter Höhe ins Wasserbecken. Ja, von hier oben auf der Santa Maria kann man es auf jeden Fall auch sehen. Man hätte sich auch unten auf die Tribüne setzen können, dann hätte man den Ton auch noch ein bisschen gehört. Aber es ist echt ein cooler Blick von hier. Vivi, ja? Weißt du, was im Sommer als Getränk nicht fehlen darf? Was? Ein Slush. Und der Europapark macht den Slush jetzt gerade aufs nächste Level, weil Slush ist ja eigentlich nur Wasser, Farbstoff und ganz, ganz viel Zucker. Ja, und was gibt es jetzt hier auf einmal bei der Ad in der Hand? Zuckerfreier Slush, und den werde ich mal probieren. Ich mag Slush, und ob der gut schmeckt, das werden wir gleich hier sehen. Ja, ich glaube, die kriegen die Becher nicht los, deswegen kriegt man die jetzt beim Slush. Kann man sammeln, hat man damals auch als Kurtaxe bekommen in den Hotels. Und ja, zuckerfreier Slush, ich bin super gespannt. Es gibt natürlich auch noch den normalen Slush mit Zucker, aber der ist von Calippo. Und der Calippo Slush ist echt nicht mein Fall, aber da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie der schmeckt. Also ja, gerade ein bisschen Gehirnfrost, es schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich mag ja eh gerne Süßstoff und deswegen top. Kostet... Also es gibt zwei verschiedene Größen, 3,5 Milliliter kosten 4 Euro und ein halber Liter kostet 5 Euro. Also wir haben jetzt einen halben Liter, zu zweit, wir teilen uns das. Dafür gibt es noch eine stylische Figur und einen tollen Becher, den man sich auf jeden Fall als Andenken mit nach Hause nehmen kann. Wir sind hier in Frankreich und noch hier gibt es ein leckeres Sommergetränk, und zwar das Fritz. Und das werden wir uns jetzt holen. Wir haben uns jetzt im Chess Marianne einen Fritz geholt, und zwar ist das der spritzige Sommerdrink mit Cremant Rosé, 45 Jahre Europapark, Sekt in Rosé, Holunder, Erdbeere und Basilikum. Der erste Spaß kostet 7,50 Euro. Früher, was heißt früher, vor ein paar Wochen gab es da hinten nämlich noch einen wunderschönen Fritz-Stand mit Musik, und das war wirklich richtige Sommerfeeling. Leider hat der schon zu uns abgebaut, gibt es nicht mehr. Deswegen wird das jetzt, wenn man es mitnehmen möchte, hier in so einem Plastikbecher serviert mit einem Strohhalm, der nicht aus Plastik, sondern aus kompostierbarem Gedöns besteht. Also ist halt eine seltsame Kombination. Ne? Man könnte man da auch einen anderen Becher anbieten oder es halt wieder wunderschön in einem Sektglas anbieten, weil das war schon viel schöner. Ich habe ein alkoholfreies Getränk entschieden, eine selbstgemachte Limonade, auch an der Chess Marianne geholt. 3,50 Euro kostet der ganze Spaß. Das sind die beiden Getränke. Die selbstgemachte Limonade schmeckt uns persönlich nicht so dolle. Ist auch nicht so prickelnd oder so. Also da würde mehr gehen. Der Fritz, der selbstgemachte, der ist schon ziemlich nice. Da gefällt uns aber die Anrichtung nicht. In dem Plastikbecher und so kann man schöner gestalten. Hat der Europapark auch schon mal schöner gestaltet. Und den bekommt ihr auch in den Europapark-Hotels. Habt ihr ihn mal probiert? Dann schreibt es mal in die Kommentare, wie er euch geschmeckt hat. Das waren die Sommergetränke, die wir gefunden haben im Europapark. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr Getränke. Schreibt das gerne unten in die Kommentare, was euer Lieblingsgetränk zum Beispiel ist. Was war denn dein Lieblingsgetränk? Also ich mochte den Fritz sehr, sehr gerne. Also es ist immer schön zu empfehlen und sehr erfrischend. Und den Mango-Smoothie fand ich auch sehr, sehr gut. Der Mango-Smoothie war der Silberstar, oder? Genau. Den fand ich auch cool, und ich fand es auch cool, dieser zuckerfreie Slush, dass es da endlich mal eine Alternative gibt, weil die anderen sind ja schon eine ziemliche Zuckerbombe. Und ich würde sagen, mit so einem Sommergetränk kann man hier echt perfektes Sommerfeeling im Europapark genießen. Genau, und ich würde sagen, das war's hier von uns aus dem Europapark. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß auf YouTube und wir sehen uns. Sterne Henne. Tschüss. Tschüss.